Namaste. Herzlich willkommen in diese Yoga-Klasse, der wir uns mit dem fünften der sieben Chakras beschäftigen werden, die wir im Yoga kennen. Und im Sanskrit heißt dieses Chakra, dieses fünfte Chakra, Vishuddha-Chakra. Und im Deutschen übersetzt heißt Shuddha etwas reinigen und Vishuddha ist dann das, was gereinigt wird. Und das, was wir mit diesem Kehlkopf-Chakra reinigen, ist der Kehlkopf. Ja, und ein Bereich des Körpers, der zwei Grundfunktionen hat. Physisch ist ja der Kehlkopfbereich im Hals lokalisiert, der Kehlkopf als Struktur, die im Hals aufgehangen ist. Er hat zwei Funktionen. Seine primäre Funktion ist, eine physische Trennung zu machen zwischen der Luftröhre und der Speiseröhre, sodass wir, wenn wir schlucken, also Nahrung aufnehmen oder etwas trinken, mit einem physischen Verschluss, mit dem Kehlkopfdeckel, die Luftröhre zugemacht wird, sodass das, was wir aufnehmen, in den Bereich des Magens kommt und eben nicht in die Luftröhre oder in die Lunge. Und wenn wir atmen, dann öffnet sich dieser Kehlkopfdeckel und die Atemräume werden frei. Also wir können dann durch die Luftröhre hindurch atmen. Das ist die primäre Funktion, die der Kehlkopf hat. Die sekundäre Funktion hat sich im Laufe der Zeit der Evolution unseres Körpers herausgebildet. Und das ist die Fähigkeit, Stimme zu erzeugen, also einen Klang zu erzeugen. Und das funktioniert über die Stimmbänder, die sind im Kehlkopf lokalisiert. Wir haben da zwei Strukturen, das sind so dünne Muskelbänder, die einmal über die Luftröhre hindurchziehen, von vorn nach hinten ziehen. Und das sind Strukturen, also dünne Muskelbänder mit Schleimhäuten umhüllt, die, wenn wir daran die Atmung oder die Atemluft vorbeiströmen lassen und diese Stimmbänder annähern, in Schwingung gebracht werden. Und das ist wie eine Gitarrensaite, die schwingt. Die erzeugt dann einen Klang oder einen Ton, den wir dann mit den Sprechwerkzeugen, also dem Kiefer, der Zunge und den Lippen, zu Lauten und Worten formen. Und das ist eben die sekundäre Funktion, die der Kehlkopf uns bereitstellt. Die Fähigkeit zu kommunizieren. Und das ist auch ein wesentliches Element dieses Chakras. Es ist das Kehlkopf-Chakra und stellt ja die Frage in den Raum, wie ist denn die Qualität meiner Kommunikation? Aber nach innen habe ich eine Verbindung zu mir, habe ich das Gefühl, ich bin mit einer inneren Stimme, die mich leitet, verbunden oder ich kann meine Gefühle beispielsweise wahrnehmen. Aber auch nach außen kann ich sie nach außen artikulieren in meiner Umwelt. Oder wie ist denn meine Kommunikation mit meinen Mitmenschen? Ist die da oder welche Qualität hat sie? Kann ich das kommunizieren, was mich bewegt, das, was mich beschäftigt, das, was meine Gefühle sind, meine Wünsche und Bedürfnisse? Oder gelingt mir das eben nicht, das nach außen zu tragen? Auf der anderen Seite, meine Stimme, die ich habe, wie klingt die? Ist die gepresst? Ist die fest? Ist sie leise und kommt überhaupt nicht wirklich gut nach außen? Oder ist sie sehr, sehr wohlig, sehr weich und den äußeren Raum erfüllend? Das sind Fragen, die wir mit dem Kehlkopfchakra oft verbinden. Es ist besonders für die interessant, die eben zwischen diesen Polen hin und her schwingen, also einerseits vielleicht die Stimme nicht nach außen tragen können oder nicht gut nach außen tragen. Andererseits für diejenigen von uns, die mit intensiven Berufen beschäftigt sind, also Lehrende oder Personen, die viel sprechen müssen, da hat man manchmal das Gefühl, dass das ein Kloß im Hals ist oder dass die Stimme wegbricht oder fest wird oder vibriert oder zittert oder eben am Abend nach einem langen Sprechtag in der Halsbereich wehtut. Das sind alles physische Faktoren, die wir mit dem Kehlkopfchakra verbinden. In der Yoga-Praxis werden wir uns mit diesem Raum des Halses beschäftigen, damit unmittelbar auch mit der Frage der Schultern und des Schultergürtels. Wie sind die ausgerichtet? Sind die Strukturen gleitfähig? Die Schultermuskulatur und der Nackenbereich für uns bereitstellen? Oder sind hier Verhärtungen? Wie ist der Kopf positioniert auf dem Halsbereich? Denn das sind alles Fragen, die mit der Ausrichtung und eben der muskulären An- oder Entspannung des Kehlkopfs verbunden sind. Und das führt uns auch heute zur Yoga-Praxis,
die wir im Bereich des Schultergürtels und Nackens und Kopfes verorten. Wir werden da viele Übungen machen, um diesen Bereich zu mobilisieren, um die Muskulatur und das fasziale Gewebe des Körpers zu mobilisieren, um es gleitfähig zu machen, um Verspannungen zu lösen. Wir werden uns anschauen, wie der Kopf positioniert ist auf dem Halsbereich, sodass der Kehlkopf frei sein kann. Und werden dann Übungen dazu machen und im letzten Teil dieser Stunde tönen, also tatsächlich dann auch die Stimme nach außen tragen. Für diese Yoga-Praxis an sich brauchst du eine bequeme Unterlage, also eine Yogamatte oder ähnliches, das dir Halt bietet, eine Sitzmöglichkeit, also ein Sitz oder Kissen oder ähnliches und etwas, auf das du dein Becken im Liegen positionieren kannst für eine Schulterbrücke. Das kann auch ein dickes Kissen sein oder Yoga-Blöcke. Und ich habe mir hier schon zwei Yoga-Blöcke parat gelegt. Gut, wenn du soweit bist, dann beginnen wir mit diesem Thema, mit dem Einstieg in das Chakra im Sitzen. Und ich bitte dich, die Augen zu schließen. Und dann weniger über etwas nachzudenken, sondern vielmehr eine Verbindung zum Körper aufzubauen. Eine Verbindung, die dich spüren lässt, wie dein Körper sich im Augenblick anfühlt. Ich bitte dich, die Unterlage zu spüren, auf der du sitzt. Und dir vorzustellen, du könntest da die Auflagefläche des Beckens sehen und sehen, wie diese Auflagefläche sich vergrößert. Sie vergrößert sich dadurch, dass du erlaubst, dass das Becken Gewicht an die Erde abgibt und tiefer in die Unterlage sinkt. Spür deine Hüftgelenke und lass sie weit werden, weit und entspannt. Entspann auch die Beine. Und dann beginn vom Becken nach oben dich aufzurichten, eine innere Freiheit zu finden, die dich wachsen lässt. Und stell dir den Brustkorb als etwas vor, das leicht wird. Und diese Struktur, dieser Rahmen des Brustkorbs wird so leicht, dass er automatisch nach oben schwebt. Stell dir die äußeren Flanken deines Körpers vor, sodass sie sich auch verlängern, als würden sie sich durch die Achselhüllen nach oben verlängern. Dann nimm deine Schultern wahr, leg sie ganz locker auf den Brustkorb ab, denn von ihm, von unten werden sie gestützt. Du kannst sie einfach auflegen und auf den Brustkorb nach außen gleiten lassen. Entspann deine Schultern, Arme und Hände und weiter aufstreben durch den Schulternackenbereich. Lass den Nacken lang werden und durchlässig. Jetzt bitte ich dich, mit dem Kopf kleine Bewegungen zu machen. Mal nach rechts und links zu nicken, mal vor und zurück zu nicken. Und mit diesen kleinen, feinen Bewegungen eine Mitte zu finden. Das kannst du relativ gut austesten, wenn du den Kopf loslassen würdest in der Muskulatur und der kippt nach vorne, dann ist er zu weit nach vorne. Wenn er nach hinten kippen würde, ist er weit nach hinten. Wenn er in eine Seite kippen würde, wäre er auch in der Seite zu weit geneigt. Versuch eine Auflagefläche zu finden, eine Mitte zu finden, auf der der Kopf thront. Er schwebt. Und dann stell dir vor, dass der Kopf auf einem Luftpolster schwebt. Der ist da aufgelegt und ist frei für kleine Mikrobewegungen. Der Kopf kann schwingen, kann kleine Mikrobewegungen zulassen und ist eben nicht wie ein Schraubstock arretiert auf der Halswirbelsäule, sondern wirklich durchlässig in der Muskulatur. Und dann visualisiere die Nackenmuskulatur und schenke ihr Länge und Entspannung und lass dabei so eine Entspannung vom Hinterhaupt den Nacken entlang Richtung Schultern fließen. Und stell dir vor, die Schultern gleiten noch ein bisschen weiter nach außen. Dann haben wir auch die Voraussetzung dafür geschaffen, dass der Kehlkopf freier sein kann. Und das kannst du erfahren, wenn du die Atmung beobachtest, den Atemstrom spürst. Fokussiere dich auf die Einatmung und nimm wahr, wie frische Luft die Nasenflügel entlang nach innen streichelt,
in der Nasenscheidewand entlang, in den Bereich des Rachens, von dort durch den Kehlkopf hindurch, in die Luftröhre, die sich verzweigt in die Lungen. Und da fächern die Lungen sich auf, wenn du einatmest, werden mit dieser frischen Luft erfüllt. Und wenn du ausatmest, ziehen die Lungen sich wieder zurück, ein Überdruck entsteht, Luft entweicht nach oben, steigt die Luftröhre nach oben, strömt durch den Kehlkopf hindurch, in den Rachenbereich, weiter nach oben in die Nase, in der Nasenscheidewand entlang, bis die Ausatemluft, die jetzt etwas wärmer ist, durch die Nasenhöhlen nach außen fließt, in den Nasenflügeln entlang und sanft die Oberlippe streichelt. Mit dem Einatmen fließt frische Luft nach innen, durch den Kehlkopf hindurch in die Lungen. Mit der Ausatmung fließt warme Luft durch den Kehlkopf wieder nach oben in die Nase und von dort nach außen in die Welt. Und dann lausche der Atmung. Manchmal gibt es enge Bereiche. Manchmal ist in der Nase eine Engstelle oder im Rachen oder auch am Kehlkopfbereich. Und dort, wenn da eine Engstelle ist, dann verwirbelt die Luft und sie erzeugt ein Atemgeräusch. Wir können das auch willentlich erzeugen im Rachenbereich oder eben auch im Kehlkopfbereich. Das wäre dann eine yogische Atmung, die Ujjayi-Atmung, ist ein sanftes Reibegeräusch, ein sanfter, hörbarer Klang, den du für dich hörst, wie deine Atmung dort verwirbelt wird und die Luft in dieser Verwirbelung einen Klang erzeugt, ein Geräusch. Du kannst aber auch Weite schaffen, sodass die Atemluft eben nicht verwirbelt wird und kein Atemgeräusch erzeugt. Und dass ein ganz weicher, weiter Atemstrom wird. Bitte dich für diese Stunde, dieses weite Atemgefühl zu bewahren. Und wenn wir den Halsbereich in den Mittelpunkt dieser Stunde stellen, dann ihn als etwas anzunehmen, das eine Brücke ist, eine Brücke zwischen Kopf und Körper. Und durch diese Brücke laufen eben die lebenswichtigen Kanäle. Er läuft die Speiseröhre hindurch, durch den Halsbereich, die Luftröhre, aber auch ganz viele Blutgefäße, die den Kopf und den Körper versorgen. Und auch die Nervenbahnen, die so wichtig sind, dass sie in der Wirbelsäule integriert sind und dort besonderen Schutz erfahren. Und all diese Bahnen, sie fließen durch den Halsbereich. Und wenn die Muskulatur des Halses, also Nackenbereich und Halsbereich und Schulterbereich, wenn das durchlässig ist, dann sind hier symbolisch auch diese Kanäle weiter und die Kommunikation mit dem Kopf und dem Körper kann frei sein. Bitte die Hände vor dem Raum des Herzens zueinander. Du kannst, wenn du möchtest, den Kopf etwas senken, das heißt dein Kinn Richtung Brustbein führen. Das schafft eine kleine Engstelle im Kehlkopfbereich. Das verändert vielleicht auch den Atemfluss oder das Atemgeräusch.
Atme beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn du einatmest, dann öffne die Arme zur Seite, mache einen großen Bogen nach oben. Du kannst gerne auch ein wenig nach oben schauen. Ausatmen, bring die Hände vor dir wieder zurück zum Raum des Herzens und senk sanft den Kopf. Einatmend, die Arme nach außen breiten, nach oben heben, den inneren Blick nach oben bringen und ausatmen, die Hände zueinander, vor die Stirn, den Mund, zurück vor den Raum des Herzens. Und wenn du möchtest, dann kannst du gerne eine kleine Verbeugung machen, ein Willkommen für dich und für uns in dieser gemeinsamen Praxis. Und nach dieser Verbeugung, wenn du dich aufrichtest, bitte ich dich, die Augen wieder zu öffnen. Und heiße dich noch einmal willkommen. Namaste. Also wir werden jetzt in dieser Yoga-Praxis, die vor uns liegt, Übungen machen, die den Schulter-Nackenbereich mobilisieren. Das ist noch im Sitz möglich, also wenn du möchtest und dir noch einen neuen, bequemen Sitz suchen möchtest, dann mach das bitte. Auch gerne zwischendurch, denn wir werden eine Weile im Sitzen bleiben. Und immer wenn du das Bedürfnis hast, den Sitz zu verändern oder etwas anzupassen, dann bitte ich dich, das zu tun. Und dann nimm noch einmal die Auflagefläche deines Beckens wahr, lass sie groß werden, lass dein Becken nach unten sinken und beginn dich jetzt nach oben zu reikeln. Ganz sanft, ganz frei, schlängelnd, reikelnd, schwingend, in die Bewegung fließen. Da kannst du ja, ganz kreative, ganz freie Bewegungen machen, denn auch die Kreativität ist ein Zeichen von Vishuddha-Chakra. Und vielleicht ist es ein Kreisen oder Schwingen, je nachdem, was dir jetzt gut tut. Dann probier eine Mitte zu finden, sodass dein Brustkorb über dem Becken wieder ankommt. Lass deinen Brustkorb leicht werden, lass ihn nach oben schweben, nimm die Schultern wahr und beweg sie auch. Beweg sie nach oben und unten. Und mach daraus eine Kreisbewegung nach hinten. Und manchmal sind wir am Modus des Wollens, da sind das ganz feste Kreise, weil wir sie wollen oder angespannt sind oder etwas Festes im Schulterbereich. Und wenn du das spürst, dann lass diese Kreise weicher werden. Und stell dir vor, dass mit jedem Kreis das immer durchlässiger wird, dieses Bewegungsgefühl. Und wechsel die Richtung, Kreis nach vorne. Und auch hier lass diese Bewegung wieder freier werden. Freier und geschmeidiger. Gut, dann einmal die Schultern heben und fallen lassen. Und ein paar Mal Schultern heben. Richtung Ohren führen, das spannt den Schulternackenbereich an, also das ist der obere Teil des Trapezmuskels, der ist jetzt fest, der Nacken ist angespannt. Lass diese Spannung los und die Schultern zurücksinken. Und letztes Mal bitte die Schultern nach oben ziehen, Richtung Ohren ein bisschen höher ziehen, die Spannung spüren im Nackenbereich und loslassen, Schultern nach unten sinken lassen. Gut, dann bring die Arme bitte nach vorn und kreis mit den Schultern rückwärts. Ähnlich, aber anders im Gefühl. Ein Teil der Schultermuskulatur ist jetzt damit beschäftigt, die Arme zu halten, also wird diese Bewegung etwas fester und vielleicht gar nicht so groß im Bewegungsrhythmus. Aber lass doch diese Bewegungen möglichst groß wieder werden. Und dann kreis bitte weiter rückwärts und heb die Arme nach oben hoch. Das verändert wieder etwas, verändert auch die Geräusche, die da entstehen. Geräusche, wenn die Schulterblätter auf einer Gleitmuskulatur des Rückens bewegt werden. Und manchmal rumpelt das dann unter den Schulterblättern. Wird die Bewegung immer noch größer. Und dann bring die Arme wieder zurück und lass sie ruhig mal ausbaumeln. Ganz locker. Okay, bitte dich jetzt die Handrücken an den unteren Rücken zu bringen. Also Handrücken an den unteren Rücken. Und da einen kleinen Druck an den Rücken zu bringen.
Und so mit diesem Druck zu bleiben und die Schultern nach hinten zu kreisen. Auch das fühlt sich anders an. Lass auch hier die Bewegungen groß werden, groß und frei. Und dann löst wieder auf, bewegt die Arme, bewegt die Schultern, bewegt dich durch. Und jetzt breite die Arme zur Seite aus, winkel die Ellenbogen an und zieh die Schulterblätter zusammen. Da kannst du dir vorstellen, dass du ein T-Shirt zwischen den Schulterblättern festhältst. Und jetzt ziehst du die Schulterblätter nach unten, als würden sie den Rücken entlang nach unten Richtung Gesäß fließen. Ja, du ziehst die Schulterblätter zusammen und schiebst sie nach unten. Spür die Spannung in der Rückseite, halte sie. Verstärk sie auch, indem du die Hände weiter nach hinten drückst. Nimm wahr, wo Spannung entsteht, wo vielleicht auch Wärme entsteht. Und lass wieder los und beweg dich durch. Ein zweites Mal breite die Arme zur Seite aus, winkel die Ellenbogen an. Zieh die Schulterblätter zusammen, halt dein T-Shirt imaginär fest und schieb die Schulterblätter nach unten. Spür die Spannung. Vergrößere sie, drück die Hände nach hinten und halte. Und nimm die Wärme wahr, vielleicht auch das Kribbeln. Halten, atmen und loslassen bitte und wieder bewegen. Und eine Gegenidee, wir haben im Moment die Rückseite gekräftigt und die Vorderseite geweitet. Das kehren wir jetzt um, schaffen Weite zwischen den Schulterblättern, bringen die angewinkelten Arme dafür nach vorn, legt den rechten Ellenbogen in oder über die linken Ellenbeuge. Und jetzt je nach Möglichkeit kannst du die Handrücken annähern oder zueinander bringen oder wenn das möglich ist, auch die Unterarme umschlingen und die Handinnenflächen wieder zueinander bringen. Da ist jetzt Weite zwischen den Schulterblättern und wir nutzen das mit kleinen Massagebewegungen. Da bitte ich dich, die Arme ein bisschen zu heben und zu senken und zu spüren, was das in der Rückseite ausmacht. Die nächste Bewegung ist nach rechts und links. Wobei auch hier was geschieht in der Rückseite. Und die dritte Bewegung ist nach vorn. Du schiebst die Ellenbogen nach vorn und nach hinten. Du ziehst die Arme zu dir heran. Probier das auch. Und jetzt kombiniere all diese Bewegungen. Hoch, runter, rechts, links, vor und zurück. Mach dich auf die Suche nach Spannungen in der Rückseite. Und immer wenn du da Fasern findest oder Strukturen findest, die fest sind, die ziehen, dann stell dir vor, du bewegst dich mit diesen Bewegungen dorthin, um diesen Zug und diese Festigkeit zu lösen, sie rauszubewegen. Dann löst bitte wieder auf und beweg dich durch. Beobachte, wie es kribbelt und strömt in dir. Und ein zweites Mal die Arme wieder nach vorn anwinkeln. Leg jetzt den linken Ellenbogen in oder über die rechte Ellenbeuge hinweg. Bring je nach Möglichkeiten wieder die Handrücken näher oder ganz zueinander oder umschlingen die Unterarme, sodass die Handinnenflächen zueinander kommen. Und dann mache ich auch hier auf die Suche nach festen Strukturen in der Rückseite. Mit Bewegungen nach oben, unten, rechts, links, vor und zurück. Wenn du
wenn du das beendest, dann bring die Arme wieder zurück und beweg dich bitte durch. Schaff wieder ein Gefühl von Lockerheit und Beweglichkeit in diesen Strukturen. Okay, leg die Schultern ganz locker wieder auf den Brustkorb an und bring den linken Arm nach oben und die Hand an die rechte Seite des Kopfes oberhalb des Ohrs. Bitte dich, den rechten Arm zur Seite auszustrecken, ihn so in die Auswärtsrotation zu bringen, dass die Handinnenseite nach oben zeigt. Und jetzt klapp die Hand bitte nach unten, sodass die Fingerspitzen nach unten zeigen. Und stell dir vor, du schiebst den Handballen weiter nach rechts. Mach den Arm ganz lang. Und jetzt neig den Kopf nach links. Du kannst es mit der Hand unterstützen. Ja, Kopf neigt nach links. Rechte Handfläche schiebt nach außen. Fingerspitzen zeigen nach unten. Jetzt senk deine rechte Schulter bitte. Und jetzt könnte es sein, dass du in den Fingern, meist Mittelfinger und Zeigefinger, ein sehr deutliches Ziehen spürst. Das sind Nervenstrukturen, denn wir dehnen jetzt eine Nervenbahn oder Nervenbündel vom Gehirn durch die Schulter hindurch, durch den Arm in die Fingerspitzen. Spür dieses Ziehen und Kribbeln, oft so ein elektrisches Gefühl, und löse bitte wieder auf und bewegen. Und oft ist das noch eine Weile spürbar, besonders im mittleren und Zeigefinger. Ein zweites Mal bitte. Rechten Arm ausstrecken, Handfläche von dir weg, Handballen wegschieben, Finger nach unten ziehen, linke Hand an die rechte Seite des Kopfes, den Kopf sanft nach links neigen, rechte Schulter senken und nochmal Handfläche wegschieben. Rechter Arm ganz lang, variier so, dass du wirklich ein Ziehen spürst, bis in die Fingerspitzen, Zeige- und Mittelfinger sehr deutlich. Atmen und loslassen wieder. Gut. Warum zieht das jetzt in den Fingerspitzen? Ich hatte schon gesagt, dass die Nervenbahnen hier gedehnt werden. Also der Abstand zwischen Gehirn und Fingerspitzen ist maximal lang. Wenn ich den Arm strecke, die Fingerspitzen nach unten ziehe, die Schultern senke, dann ist diese Wegstrecke maximal lang. Und das Besondere in der Struktur, im Aufbau des Körpers ist, dass unter dem Schulterdach, das ist da, wenn man hier an die Schulter fasst, da ist so ein spitzer Knochen, das ist das Axon. Und da unter diesem Dach, das ist eine Engstelle, verlaufen Nervenbündel. Und es kann auch sein, dass es hier zieht und wir versuchen durch dieses Ziehen diese Nerven zu dehnen und zu bewegen und da wieder ein bisschen Freiraum zu schaffen unter diesem Schulterdach. Wenn das eine Engstelle ist, und das ist gar nicht so ungewöhnlich, dann entsteht da so ein nächtliches Kribbeln, beispielsweise in den Fingerspitzen, besonders in Ruhepositionen. Also wenn man schlafen will, auf einmal fangen die Hände an zu kribbeln und das tut weh. Und das kann ein Zeichen dafür sein, dass eben diese Engstelle hier sehr eng ist und auf die Nervenbahnen drückt. Und über sein Mobilisieren kann man da wieder ein bisschen Bewegung oder Gleitfähigkeit in diese Systeme und in dieses Gewebe integrieren. Versuchen die zweite Seite, der zweite Teil dieser Übungssequenz. Den linken Arm ausstrecken, Handfläche von dir wegschieben, Finger nach unten ziehen, rechte Hand an die linke Seite des Kopfes, oberhalb des Ohrs, den Kopf langsam nach rechts neigen. Und jetzt bitte ich dich nochmal den Handballen nach links wegzuschieben und die linke Schulter zu senken. Das ruhig mit kleinen Bewegungen zu justieren, bis du merkst, da zieht es ganz deutlich im Mittel- und Zeigefinger. Beobachte dieses Ziehen. Atme. Und löse bitte wieder auf. Und beweg dich. Übrigens, das Krankheitsbild heißt Impingement-Syndrom. Impingement ist eine Engstelle, das kann am Schulterdach sein, also Schultergelenk kann ein Impingement haben. Manche haben es auch im Hüftbereich. Und wir versuchen nochmal den zweiten Teil dieser Übung zu machen. Zweites Mal die Dehnung, um dieses Impingement, diese Engstelle ein bisschen zu mobilisieren. Linke Hand ausstrecken, die Fingerspitzen nach unten ziehen, Handfläche wegschieben, rechte Hand an die linke Seite des Kopfes, den Kopf nach rechts neigen und die linke Schulter senken. Und so probieren und variieren, dass es zieht in
in den Fingern, Mittelfinger und Zeigefinger und atmen. Und dann wieder loslassen und bewegen. Übrigens, die Hauptursache für dieses Impingement-Syndrom im Schulterbereich und Schulterdach ist der sogenannte Schultertiefstand. Das ist eine zu tief gesenkte Struktur der Schultern. Und wenn die Schultern nach unten sinken, also wenn ich sie nach unten ziehe, oder wenn eben der Trapezmuskel, der Nackenmuskel zu lang ist, die Schultern dadurch sinken, dann verstärkt das diesen Druck auf diese Engstelle unter dem Schulterdach. Und eine Übung, die wir eben gemacht haben, ist so diesen Bereich wieder zu dehnen. Andere Übungen wären beispielsweise den Nackenbereich zu kräftigen, also immer wieder die Schultern hochzuheben und die Spannung im Nacken aufzubauen und dann zwischendurch loszulassen. Ein Schultertiefstand erkennt man sehr gut an den Strukturen der Schlüsselbeine. Die sollten im Normalfall aufsteigend sein, also Schlüsselbeine steigen Richtung Schultern auf, dann ist es die anatomisch korrekte Ausrichtung der Schultern. Und gerade ältere Personen, die nicht mehr gewohnt sind, Arme zu heben oder die Schultern zu heben, haben oft einen Schultertiefstand, verlaufen die Schlüsselbeine nicht mehr aufsteigend, manchmal parallel, manchmal sogar sinken die nach außen ab. Das ist ein sehr deutliches Zeichen von Schultertiefständen. Und da kann es eben helfen, die Nackenmuskulatur wieder zu aktivieren und die Schultern hochzuziehen. Oder auch nach oben zu greifen. Und das möchte ich auch machen, mal den linken Arm bitte nach oben heben. Wir können jetzt auch mit gehobenem Arm die Schulter bewegen. Wir können sie beispielsweise senken. Bitte dich, das Schultergelenk nach unten zu ziehen. Wir können auch das Schultergelenk heben. Bitte dich mal ganz nach oben zu ziehen, die Schulter Richtung Ohr zu ziehen und richtig weit mit den Fingerspitzen hochzuziehen. Ganz weit, so weit es geht. Jetzt spürst du eine linke Seite, die lang ist. Ganz lang von der Hüfte bis hoch in die Fingerspitzen. Streck dich maximal nach oben. Maximal auch die Achsel weiten und strecken. Und dann mal die Schulter zurückziehen nach unten. Und wieder hochziehen. Ziehen, 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 ziehen. Ganz hoch, ein bisschen höher atmen. Eine Seitbeuge nach rechts, rechte Hand aufstützen, nach rechts neigen und in die linke Seite atmen. Mit der langen Seite und lange Achsel. Atmen in die linke Seite. Ein bisschen bewegen bitte, sehr kreativ. Mal drehen, mal mehr, mal weniger in die Seite neigen. Und dann richte dich wieder auf, streck den Arm noch einmal ganz lang nach oben und löse wieder auf und beweg dich. Und dann die linke Seite im Vergleich zur rechten wahr. Dann den rechten Arm nach oben. Während die Hüfte zurücksinkt, bitte ich dich, die Fingerspitzen noch höher zu ziehen, also die Schulter hochzuziehen, die Achsel lang zu denken, ganz lang. Und jetzt die Schulter zu senken, weg vom Ohr nach unten, dann wird die Achsel kurz. Ja, nochmal. Arm nach oben ziehen, lange Achsel, Schulter zum Ohr ziehen, atmen und Schulter senken. Und ein letztes Mal bitte den Arm nach oben ziehen, Schulter ganz hoch, ganz lang in der Achsel denken. Dieses Bild, dass die Achsel lang sind, das bauen wir nachher nochmal in die Yoga-Praxis ein. Jetzt die Seitbeuge nach links, linke Hand aufstützen, nach links neigen, in die rechte Flanke atmen. Und dann Länge erfahren von der rechten Hüfte bis hoch in die Fingerspitzen. Und mit dieser Länge spielen, mit kleinen Bewegungen und ein bisschen mehr drehen, nach links, nach rechts, mal in die Seitbeuge tiefer eintauchen, mal weniger tief. Und stell dir vor, du suchst dir Muskelfasern, die sich dehnen dürfen. Und dann richte dich wieder auf nach oben und beweg dich. Und wenn du den Sitz verändern möchtest, dann mach das bitte. Wir bleiben jetzt im Bereich des Kopfes, wollen auch mit Kopfbewegungen den Nacken mobilisieren und diese Brücke frei machen zwischen Kopf und Körper. Ich bitte dich, den Kopf nach rechts zu drehen, ganz nach rechts. Und wenn du meinst, es ist das Maximum, dann probier, ob es noch ein bisschen weiter geht nach rechts. Und dann kann es jetzt sein, dass der linke Teil des Nackens dehnt. Ja, dann den Kopf zurückdrehen und nach links drehen. Schauen, wie weit es geht.
so weit, dass das Maximum ist. Und kann die rechte Seite des Nackens sich dehnend anfühlen. Und das mach bitte weiter. Ganz in Ruhe nach rechts, maximal nach rechts und nach links. Und versuche wirklich das Maximum auszutesten. Und noch einmal bitte in alle beiden Richtungen. Wenn du dann von links wieder zurückkehrst in die Mitte, dann bleib dort. Jetzt stell dir die Nasenspitze als ein Pinsel vor, die eine liegende Acht in den Raum zeichnet. Das ist eine breite liegende Acht, also die Seiten sind jetzt interessant, weniger wie weit es nach oben und unten geht, vielleicht mehr in die Seite. Die Nase, diese Nasenspitze zeichnet diese liegende Acht. Und versuch das ganz frei, ganz locker. Oh, wechsel die Richtung. Und wenn es knirschelt und knackt oder wie ein Sand im Getriebe sich anfühlt, dann ist das alles nicht ungewohnt. Das ist vielleicht mehr ein Zeichen, diesen Strukturen noch mehr Bewegung im Alltag zu schenken. Denn mit mehr Beweglichkeit löst sich dieses Knacken oder Knirschen auf. Und das sind im Wesentlichen die Gelenke der Halswirbelsäule, die jetzt aneinander reiben oder die knacken. Wir hören das sehr gut, da Knochen ja hohl sind und wir bewegen uns nah am Innenohr oder am Gehörgang. Und daher sind diese Schallwellen sehr gut übertragbar und es hört sich laut an, obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Okay, immer noch kreisen in die liegende Acht. Und jetzt stell dir vor, dass nicht mehr die Nase, sondern dein Kinn diese liegende Acht zeichnet. Beobachte und spüre, was sich dabei verändert in der Bewegung und auch in den Geräuschen. Dein Kinn malt diese liegende Acht. Und wechsel dir die Drehrichtung noch einmal. Beobachte, ob es fest sich anfühlt und wenn ja, dann mach es geschmeidiger und weicher. Dann lande beim nächsten Mal in der Mitte und schenkt dir wieder ganz locker, leichte, freie Bewegungen. Eine sehr wichtige Bewegung, die der Kopf macht, ist die Bewegung nach vorn und nach hinten. Nach vorn sprechen wir von der sogenannten Kopfvorhalte, das heißt, der Kopf schiebt nach vorn. Das geht oft einher mit nach vorn gesenkten Schultern und einem runden oberen Rücken. Und das ist so die typische Alltagshaltung, die wir an uns oder auch an anderen beobachten können. Kommt oft daher, da wir mit den Armen sehr weit nach vorn sind und hier mit Dingen arbeiten, die vor uns sind, Tastatur oder etwas, das wir eben vor uns greifen. Das zieht die Schultern nach vorn, macht den oberen Rücken rund und der Kopf schiebt noch ganz klassisch nach vorn. Ja. Und das führt zu Verspannungen, diesen ganz typischen Verspannungen im Schulter-Nacken-Bereich. Dann wird das Gewebe dick, weil die Muskulatur im Nacken die ganze Zeit damit beschäftigt ist, den Kopf wieder zurückzuziehen, sodass er nicht nach vorn einklappt. Das heißt, wir haben immer eine Grundspannung im Nackenbereich, auch wenn wir das gar nicht so wirklich spüren im Alltag, aber das sind immer dauerhaft sanft gespannte Strukturen und über die Dauer eben entstehen da die Verspannungen und das dicke Gewebe und eben die Beschwerden, die wir da haben. Und um das aufzulösen, muss der Kopf wieder dahin, wo er hingehört anatomisch und das ist eher ein Stück zurück. Das kannst du bei dir zu Hause probieren, wenn du dich an die Wand lehnst, mit dem Schulterbereich und den Hinterkopf an die Wand lehnst. Da bekommst du so ein Gefühl, wie weit das eigentlich nach hinten geht, bis der Kopf die Wand berührt. Und wenn er sie berührt, dann wäre das anatomisch meist in der Nähe der Idealposition. Also wir sind meist mit dem Kopf zu weit nach vorn. Und haben daher eben diese Verspannungen. Die kommen interessanterweise weniger dadurch, dass die Schultern nach oben gehoben sind. Viele meinen, dass der Nacken verspannt ist, weil die Schultern so weit oben sind. Aber tatsächlich ist es doch eher die Vorhalte des Kopfes, die für den verspannten Nacken sorgt. Und wenn wir versuchen, diese Vorhalte aufzulösen, dann wird das Kinn ein Referenzpunkt. Und ich bitte dich, das Kinn etwas nach hinten zu führen, Richtung Kehlkopf.
und dann wieder in die gewohnte Position zurückzukommen, meist ein Stück vor. Ja, nochmal von der Seite betrachtet, das Kinn führt nach hinten Richtung Kehlkopf. Und dann wieder loslassen. Und lass es mal bitte das Kinn Richtung Kehlkopf führen. Das kann man auch übertreiben, man kann ja alles übertreiben und dann wird das einfach nur fest im Kehlkopf und dann steht so ein Doppelkinn hier bei mir. Und dann bist du ein bisschen weit hinten, wenn das jetzt im Kehlkopf drückt, bitte ich ein bisschen wieder nach vorn zu kommen, sodass dieser Druck am Kehlkopf sich löst und der Kehlkopf immer noch frei sein kann, aber doch der Kopf insgesamt nach hinten verlagert ist. So. Wir bleiben im Kinnbereich und wir senken jetzt das Kinn Richtung Brustbein. Die Halswirbelsäule rollt ein, das dehnt die Muskulatur im Hals-Nackenbereich. Und jetzt für den Kopf wieder nach oben, sodass der Blick nach vorn kommt. Und lehnen den Kopf gleichzeitig sanft nach hinten an. Und das bitte ich dich zu probieren, Kinn zu senken, Kopf einzurollen. Der Blick geht nach unten, Richtung Boden oder sogar Richtung Bauchnabel. Und wieder zurück. Und ein letztes Mal bitte. Und wieder zurück. Das ist die Flexion der Halswirbelsäule. Die Extension, also die Streckbewegung der Halswirbelsäule, geht nach hinten und wendet den Kopf nach hinten. Da bitte ich dich, den Kopf nicht insgesamt nach hinten runterfallen zu lassen. Das wäre übertrieben, sondern eher dir vorzustellen, dass um deine Ohren herum eine Bewegungsachse läuft. Und auf dieser Bewegungsachse drehst du den Kopf um die Ohren herum nach hinten. Dann geht der Blick nach oben. Und wieder zurück nach vorn. Probier das bitte auch. Immer für dich schauen, wie weit du gehen möchtest, wie weit das für dich gut ist oder auch vertraut ist, sodass du für dich eigenverantwortlich das machst. Nicht den Kopf nach hinten runter sinken lassen, sondern wirklich um die Ohren herum den Kopf drehen. Dann bleibt der Nacken lang und der Kopf gleitet einfach nur nach hinten. Und das ist eine Bewegung aus dem Kopfgelenk, dem Atlas, dem obersten Halswirbel. Und was du gut merken kannst, ist, dass wenn der Kopf nach hinten kommt, das Gesichtsfeld nach oben kommt, dass dann der Kehlkopf zieht. Den zieht es meist nach oben. Und das zeigt die Verbindung zwischen dem Halsbereich, Kehlkopf, Kieferbereich und Zungenbereich. Du kannst diesen Zug auflösen und den Kiefer öffnen. Und den schließen, wenn der Kopf wieder nach vorn kommt. Bitte noch einmal, letztes Mal. Kiefer öffnen, wenn es im Kehlkopf zieht. Kopf nach hinten gleiten lassen. Gesichtsfeld nach oben orientieren. Atmen. Und wieder zurück. Und dann finde nochmal für dich bitte Bewegungen. Auch übrigens so diese indischen Nickbewegungen zur Seite sind sehr schön für den mobilen Nackenbereich. Und mich irritiert sehr, wenn das knirschelt oder knackt. Und nimm deine rechte Hand, bring sie an den Rückenbereich und schieb die Hand Richtung linkes Schulterblatt, dass die rechte Schulter zurückfließen und neigt den Kopf nach links. Und jetzt such mit dem Kopf bitte Bewegungen nach vorn, nach hinten, nach links, weniger nach links und drehend. Such ganz kreativ, ganz sanft Bewegungen, bis da eine Spannung spürbar ist im rechten Bereich des Nackens. Also bis du merkst, da zieht was, da sind Strukturen fest. Wenn du da so eine Struktur spürst, dann bleib da ein paar Atemzüge bitte. Das können lange Strukturen, lange Fasern sein, die vom Nackenbereich Richtung Schulter führen oder lang und dünn Richtung Schulterblatt oder Innenseite des Schulterblatts oder Wirbelsäule. Können aber so kleine Flächen oder Punkte sein, die spürbar sind. Und immer wenn du das findest, bleib ein paar Atemzüge. Und stell dir vor, du ziehst diese Verspannung raus. Und wechsel dann zu einer anderen Variante. Such nochmal neue Strukturen oder Flächen oder Punkte,
die gespannt sind, die fest sind. Und verweile da auch nochmal ein paar Atemzüge. Na, dann löst bitte wieder auf, bring die rechte Hand wieder zurück und spür nach mit Bewegungen. Vielleicht ist ein Unterschied zwischen rechts und links. Vielleicht gibt es da Gemeinsamkeiten. Dann linke Hand bitte, schieb den Handrücken Richtung rechtes Schulterblatt, lehn die linke Schulter zurück und neig den Kopf nach rechts und such auch hier neugierig, liebevoll nach festen, gespannten Strukturen im Nacken, besonders in der linken Seite. Und das können so lange Fasern sein Richtung Schulter oder Schulterblatt oder Wirbelsäule oder eben wieder Flächen oder Punkte. Und wenn du was entdeckt hast, dann verweile da ein paar Atemzüge und zieh die Spannung raus aus den Fasern. Und vielleicht noch etwas Neues und etwas anderes suchen. Gut, dann komm bitte wieder zurück in die Mitte und beweg dich nochmal ganz frei, ganz lebendig durch. Und wir gehen weiter in der Yoga-Praxis in größere Bewegungen und in den Vierfüßler. Finde für dich bitte Bewegungen, die dich erfrischen, die dich mobilisieren. Besonders natürlich auch für die Beine, da wir eine Weile jetzt saßen. Und dann, wenn du im Vierfüßler ankommst, dann kreis bitte noch einmal mit den Schultern rückwärts. Aber das ist eine Frage der Kommunikation zwischen Kopf und Körper, ob das jetzt möglich ist oder eher nicht. Ob sich da der Kopf oder der Körper weigert, das zu machen. Und dann tauch weich in den Schultergürtel ein, sodass die Schulterblätter sich aufeinander zuschieben und dein T-Shirt in der Rückseite festklemmen. Und jetzt schieb dich dort raus zwischen den Schulterblättern, ganz weit nach oben, so hoch es geht, drück die Hände nach unten und weite, spann dein T-Shirt auf zwischen den Schulterblättern. Und mach das fließend weiter, nach unten eintauchen, die Schulterblätter zusammenschieben, das T-Shirt festhalten, nach oben rausschieben, das T-Shirt zwischen den Schulterblättern aufdehnen, aufspannen. Bitte noch ein paar Mal. Gut, dann komm neutral an, also nicht ganz eintauchen, nicht ganz nach oben schiebend, eher so in der Mitte. Stell den rechten Fuß auf, schieb ihn nach hinten, stell den linken Fuß dazu, wir sind im hohen Brett, Shatodasana, und kreisen nochmal mit den Schultern. Gehen ein bisschen kraftvoller in dieser Yoga-Praxis jetzt weiter. Wenn Schulternkreisen nicht möglich ist, dann einfach nach unten und nach oben schieben. Zwischen den Schulterblättern, also nochmal Schulterblätter zusammenschieben und auseinanderschieben. Letzte Runde bitte und von hier die Knie etwas beugen, aber nicht aufsetzen, schieb dein Gesäß Richtung Fersen und streck dich dann hoch in den abwärts schauenden Hund und finde Bewegungen, die dich mobilisieren. Und dann finde zu einer Form einen abwärts schauenden Hund, der für dich aus dem Innen nach außen entsteht und komm bitte den hohen Liegestütz in die Bauchlage, senk die Knie, senk dein Brustbein, senk dein Becken, roll die Schultern nach hinten, räkel sie, verwöhn sie, schlängel dich hoch in die erste kleine Rückbeuge, roll die Schultern weich nach hinten, heb dein Brustbein nach vorn hoch und schieb dich wieder zurück in den Hund.
Und werde lang, drückt die Hände nach unten, schiebt dein Becken hoch und senkt die Außenseiten der Fersen tiefer. In die Länge atmen. Atme in den Rücken ein, fächer ihn auf. Und wenn du ausatmest, dann senkt dein Brustbein Richtung Erde. Tauch in den Schultergürtel nach unten ein. Einatmen, den Rücken aufplustern, dein Becken hochschieben und strecken und ausatmen, in den Schulterbereich nach unten sinken. Dann Brustraum, dein Brustbein Richtung Erde schmelzen lassen. Und dann komm wieder zurück in den Vierfüßler. Und nochmal kurz zum Sitzen, nochmal lockern. Eine Idee, die wir jetzt anbauen in den abwärts schauenden Hund, sind die langen Achseln. Wenn du noch einmal einen Arm bitte hebst, du kannst die Schulter hochziehen Richtung Ohr, dann wird die Achsel lang. Oder du kannst die Schulter nach unten senken, dann wird die Achsel kurz. Ja? Lange Achsel, eine ganz lange rechte Seite. Oder eben Schulter senken und kurze Achsel, eine kürzere rechte Seite. Und das versuchen wir im Hund, versuchen dann lange Achseln zu machen, also die Hände wirklich wegzuschieben. Ja, sodass die Seiten ganz lang werden. Probieren das gemeinsam. Komm bitte in den Vierfüßler und in den Hund. Und jetzt bitte ich dich zuerst, kurze Achseln zu machen, also in den Schultergürtel zu sinken. Und jetzt lange Achseln zu machen. Dein Becken wegzuschieben nach oben, die Hände nach unten zu drücken. Und das ein paar Mal zu probieren. In den Schultergürtel eintauchen. Mit kurzen Achseln und rausschieben mit langen Achseln. Und das ein paar Mal noch bitte. Und auch wenn vielleicht lange Achseln für dich eher ungewohnt sind, bitte ich sie zu bewahren. Lange Achseln, schieb dich weit raus, streck dich ganz lang in den Seiten und komm wieder zurück in den Vierfüßler und nochmal bewegen und in den Sitz. Und tatsächlich sind lange Achseln, also dieses Gefühl, dass die Arme wegschieben, wesentlich besser für die Schulterstruktur als diese Bewegung, also kurze Achseln oder die Schultern von den Ohren weg. Das ist sehr anstrengend für die Außenseiten der Schulterstruktur, also auch der Schulterpfanne. Da drückt der Schulterkopf an die Außenkante der Schulterpfanne und das ist oft ein Druckschmerz mit diesen kurzen Achseln. Lange Achseln braucht mehr Kraft, aber schenkt doch den Schultern eine harmonische Struktur, wenn dadurch diese langen Achseln eben der Schulterkopf des Oberarms satter an der Schulterpfanne aufsitzt. Der anatomische Hintergrund ist die Auswärts- und Aufwärtsrotation der Schulterblätter für die sich dafür interessieren. Okay, wir versuchen das nochmal im abwärts schauenden Hund. Komm hier bitte an, beug die Knie etwas, schieb dein Becken ganz hoch und streck die Achseln maximal lang, lass sie lang und senk die Fersen wieder tiefer und atme. Einatmen in den Rücken, Becken wegschieben, Achseln lang, ausatmen mit dem Brustbein ein bisschen tiefer Richtung Erde sinken, sodass die Oberarme vielleicht auf Höhe der Schultern, auf Höhe der Ohren ankommen. Einatmen in den hohen Liegestütz. Bleib hier, schieb dich zwischen den Schulterblättern nach oben raus, drück mit den Händen den Boden weg. Heb dein rechtes Bein an und schieb dich zurück in den einbeinigen, abwärts schauenden Hund. Schieb die rechte Ferse weit weg, rechte Achsel ganz lang. Einatmen nach vorne, den hohen Liegestütz, rechtes Bein gehoben, ausatmen wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Rechtes Bein weit wegschieben und den rechten Fuß wieder aufsetzen. Linke Seite, linkes Bein nach oben heben. Ferse wegschieben, linke Hand in den Boden, linke Achsel lang, linke Ferse weit weg, einatmend in den Liegestütz, linkes Bein gehoben, Schultern über die Hände, ausatmend zurückschieben in den Hund, linke Ferse wegschieben, einatmend nach vorne in den hohen Liegestütz, ausatmen wieder zurück in den einbeinigen, abwärts schauenden Hund. Linke Ferse weg, rechte Ferse senken. Schau auch den linken Fuß zum rechten dazu. Und schau Richtung Hände. Dich nochmal die Finger aufzufächern, in den Boden zu drücken.
Becken hochzuschieben. Jetzt roll den Kopf ein, senk dein Kinn Richtung Brustbein, schau Richtung Becken oder Bauchnabel. Die Rückseite ist maximal gestreckt. Sie ist maximal gestreckt durch die Einrollbewegung des Kopfes. Wieder lösen, bitte nach vorn schauen, Richtung Hände, wander nach vorn in die halbe Vorbeuge. Stütz die Hände an die Beine, wenn du möchtest. Schau schräg nach vorn. Und jetzt entspann dich in die Vorbeuge nach unten, die ganze Vorbeuge. Und beweg ruhig die Schultern. Ganz locker, Schultern lockern, Arme locker, den Kopf schwingen lassen. Ja und nein und vielleicht und überhaupt. Stütz dich bitte auf die Oberschenkel, komm in eine gestützte Hocke nach oben. Beweg dich hier. Beine, Becken, Rücken, Schultern, Nackenbereich. Und komm langsam nach oben in den Stand. Ach, hier bitte nochmal ganz locker ausschütteln. Wir führen jetzt alles zusammen. Wir führen die Streckbewegung der Arme zueinander mit der Bewegung des Kopfes. Beginnen dafür, die Hände vor dem Herz zueinander zu bringen. Ich bitte dich, die Arme zur Seite auszubreiten, einen großen Bogen mit den Armen nach oben zu machen, die Handflächen über dem Kopf zueinander zu bringen. Und jetzt lange Achseln bitte, strecke die Arme höher, zieh die Schultern hoch Richtung Ohren und öffne die Arme wieder, breite sie zur Seite aus und bring die Hände zurück zum Raum des Herzens. Ein zweites Mal einatmend, Arme über die Seite nach oben, lange Achseln. Ausatmend, die Hände weit über die Seite zurück zum Raum des Herzens. Noch einmal bitte einatmend, Arme über die Seite hochheben. Lass sie hier oben, atme, heb die Schultern etwas höher, denk die langen Achseln. Jetzt denk diese Drehbewegung um die Ohren herum, roll den Kopf auf diese Achse nach hinten und schau ganz in Ruhe nach oben Richtung Hände. Und wie selten ist das im Alltag? Die Arme sind oben, wir schauen Richtung Himmel, atmen, einatmen, noch einmal strecken, ausatmend die Arme über die Seite senken, zum Raum des Herzens den Blick nach vorn bringen. Noch einmal bitte einatmend, Arme heben, den Kopf um die Ohren nach hinten rollen, den Blick zu den gehobenen Händen, ausatmend wieder zurück zum Raum des Herzens. Der Blick nach vorn, ein letztes Mal, ganz weich in der Bewegung. Einatmend, Arme heben, Kopf nach hinten rollen. Ausatmend, eine Vorbeuge, die Knie sanft beugen, den Oberkörper nach unten entspannen. Die Schultern loslassen, die Arme entspannen. Jetzt roll den Kopf bitte ein, schau hoch Richtung Becken oder Richtung Bauchnabel und spür die Dehnung in der Rückseite, die sich dadurch verstärkt. Als Gegenprobe den Kopf bitte locker lassen. Und das entspannt manchmal den Nacken oder sogar die Wirbelsäule, die dann weniger dehnt. Manche merken das bis in die Beinrückseite. Es sind ganz lange myofasziale Ketten, die wir hier mobilisieren. Noch einmal bitte den Kopf einrollen, Kinn Richtung Brustbein. Spüren, wo Dehnung jetzt verstärkt. Und wieder loslassen. Der rechte Fuß einen großen Schritt zurück. Wenn dein Fuß angekommen ist, dann senk dein Becken tiefer, heb den Blick nach vorn. Streck dich von der hinteren Ferse bis zum Scheitel. Bring den Blick nach vorn, atme ein, atme aus, schwing dich zurück in den Hund, roll den Kopf ein, schau hoch Richtung Becken oder Bauchnabel. Einatmend, Katzenbuckel, Knie senken, Pferderücken, der Blick am Ende nach vorn, ausatmend das Kind. Einatmen wieder nach oben in den Katzenbuckel, Blick Richtung Bauchnabel oder Becken. Der Pferderücken, der Blick nach vorn. Ausatmen, der abwärts schauende Hundkopf wieder einrollen, Blick Richtung Becken oder Bauchnabel. Einatmen in den Liegestütz, der Blick schräg nach vorn. Ausatmen die Bauchlage. Einatmen, der Blick nach vorn, Schultern rollen zurück, zieh dich nach vorn hoch, Kobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, schieb dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Am Ende lange Achseln, Kopf einrollen, Blick Richtung Becken oder Bauchnabel. Heb dein rechtes Bein an, schau dem Fuß hinterher. Manchmal hebt sich der Fuß so weit, dass du ihn gar nicht mehr siehst. Strecken, atmen, den Blick nach vorn bringen Richtung Hände, rechter Fuß nach vorn schwingen. Einatmen, die Arme heben, heb dich nach oben, den ersten Helden. Streck die Achseln, ausatmen, bring die Hände zum Raum des Herzens.
Einatmen, streck die Arme nach oben. Wer mag, kann nach oben schauen. Ausatmend, bring die Hände wieder zurück zum Boden. Linker Fuß nach vorn, Kopf einrollen in der Vorbeuge. Einatmend in die halbe Vorbeuge, der Blick schräg nach vorn. Ausatmen, die ganze Vorbeuge. Oberkörper entspannen, Schultern entspannen, Kopf einrollen. Einatmend, über die Hocke nach oben auftauchen. Den Blick nach oben, die Arme nach oben. Ausatmend, die Hände zum Raum des Herzens. Einatmend, Knie etwas beugen, über nach vorn, nach oben kommen, den Armen hinterher schauen. Ausatmen, in die Vorbeuge nach unten eintauchen. Kopf einrollen, Blick Richtung Becken oder Bauchnabel. Einatmen, in die halbe Vorbeuge strecken, Blick schräg nach vorn. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge. Am Ende den Kopf einrollen und die Beine ein bisschen mehr strecken. Einatmend, linker Fuß, ein großer Schritt zurück. Ausatmend, Becken tiefer sinken lassen. Einatmend, den Blick heben. Linke Ferse wegschieben. Blick nach vorn bringen. Ausatmend, rechter Fuß nach hinten zum Hund. Lange Achseln, Blick Richtung Becken oder Bauchnabel. Einatmend, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmend, das Kind. Einatmend, nach oben in den Katzenbuckel. Den Pferderücken. Ausatmen in den abwärts schauenden Hund. Blick wieder Richtung Becken oder Bauchnabel. Linkes Bein heben. Schau dem Fuß hinterher. Heb ihn so, dass du ihn vielleicht gar nicht mehr siehst. Senk die rechte etwas tiefer. Einatmen strecken. Den Blick nach vorn bringen. Ausatmen. Linker Fuß nach vorn schwingen. Linker Fuß gut erden. Unterhalb des Knies. Einatmen. Richte dich langsam auf. Heb die Arme. Heb die Schultern. Ausatmen, bring die Hände zum Raum des Herzens. Nochmal einatmen, die Arme ganz weit nach oben strecken. Schau ihn hinterher und sei doch nach unten verwurzelt. Der Blick nach oben, ausatmen, die Hände wieder zurück zum Boden. Jetzt ein Schritt nach vorn. Einatmen, in die halbe Vorbeuge strecken. Blick schräg nach vorn, ausatmen, in die ganze Vorbeuge entspannen. Kopf am Ende einrollen und Beine strecken. Einatmen, über die Hocke auftauchen, die Arme neben oder hinter die Ohren, der Blick nach oben. Ausatmen, die Hände zum Raum des Herzens. Einatmen, Arme über die Seite ausbreiten, nach oben bringen. Ausatmen, in die Vorbeuge nach unten eintauchen. Die Beine strecken, Kopf einrollen. Einatmen, die halbe Vorbeuge. Ausatmen, die ganze Vorbeuge nach unten. Einatmen, den rechten Fuß nach hinten, den Blick heben, Becken senken. Ausatmen, linker Fuß nach hinten zum Hund. Lange Achseln, Blick Richtung Becken oder Bauchnabel. Einatmen, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, in den Vierfüßler nach oben kommen. Und jetzt greif mit der rechten Hand nach vorn und tauch ausatmend mit der Stirn und dem Raum des Herzens Richtung Erde ein. Komm auf der rechten Hand auf die Fingerkuppen. Rechter Arm ist gestreckt, Unterarm nicht abgelegt, rechte Flanke lang, rechte Achsel ist automatisch lang, Brustbein sinkt nach unten. Atme in die Dehnung. Und komm dann wieder zurück in den Vierfüßler. Linke Seite, linke Hand weit nach vorn, auf die Fingerkuppen gleich. Stehen Richtung Unterlage sinken lassen, Brustbein sinken lassen. Linker Arm lang, nicht abgelegt, auf den Fingerkuppen. Dann dehnt sich die linke Seite noch mehr und linke Flanke ist lang und linke Achsel auch. Und immer wieder atmen. Und dann komm bitte wieder zurück nach oben in den Vierfüßler und beweg die Schultern wieder. Wir gehen etwas kräftiger im Schulterbereich weiter. Komm bitte auf die Unterarme und verschränk deine Finger. Du kannst, wenn du das Gefühl hast, dass die Außenseite des kleinen Fingers sehr stark an die Unterlage drückt, kannst du die kleinen Finger einklappen, sodass sie zu dir zeigen auf der Unterlage. Dann bist du flach auf den Handaußenkanten. Jetzt hast du ein Dreieck, Ellenbogen und Faustform, ein Dreieck.
Wir kommen jetzt mit diesem Dreieck auf den Unterarmen, wieder in den abwärts schauenden Hund und der heißt dann Delfin. Stell die Füße bitte auf, schieb dein Becken ein bisschen zurück und dann nach oben. Lass die Knie gebeugt und jetzt drück die Unterarme in den Boden, schieb dein Becken raus, streck die Achseln ganz lang, ganz gestreckt, atmen, nach unten in den Boden drücken, Becken hochziehen, Hüfte hochziehen, mal die rechte Ferse tiefer sinken lassen, rechte Rückseite dehnt sich, atmen, rechte Ferse heben, linke Ferse tiefer sinken lassen, in die Dehnung atmen, linke Ferse heben, mit gebeugten Knien bitte noch einmal ganz weit dein Becken hochschieben, Achseln lang. Dann ist der Kopf frei, ist nicht unbedingt aufgesetzt. Und jetzt senk beide Fersen ein bisschen tiefer. Streck dich, atme in die Dehnung. Einatmen, heb dein Brustbein nach vorn über die Faust. Ausatmen, schieb dich zurück in den Delfin, schieb dein Becken hoch. Einatmen nach vorn, Brustbein über die verschränkten Finger. Ausatmen, zurückschieben in den Hund. Einatmen nach vorn, Brustbein über die verschränkten Finger. Ausatmen, zurückschieben in den Hund. Hier bleiben und ankommen. Jetzt beugt die Knie, nimm einen großen Teil der Spannung aus der Rückseite und wandert mit den Füßen ein bisschen weiter Richtung Kopf. Und hier wieder ankommen. Schau, ob dein Becken hochkommen kann, ob die Achseln lang werden. Senk dann die Außenfersen ein bisschen tiefer. Und wer möchte, hebt das rechte Bein. Schieb es hoch, gestreckt Richtung Decke oder mit dem Gefühl, dass sich das Bein Richtung Decke schiebt. Atmen, rechtes Bein wieder zurück. Linkes Bein, zweiter Teil der Übung, linkes Bein heben, Ferse gefühlt Richtung Himmel schieben, lange Achseln, rechte Ferse ein bisschen tiefer und wieder zurück. Und ich bitte dich, die Knie wieder zu senken und in den Vierfüßlern nach oben aufzulösen. Und du nutzt Bewegungen, verteil die Wärme deines Körpers, auch die Spannung deines Körpers wieder. Komm zurück in den abwärts schauenden Hund. Gewohnt im Langen, die Hände am Boden, schieb dein Becken hoch. Einatmend in den Liegestütz gleiten. Ausatmen, die Ellenbogen ein bisschen beugen. Zieh sie nah an den Körper. Stell dir vor, die Oberarme sind parallel zum Boden. Drück dich wieder hoch in den hohen Liegestütz und schieb dich zurück in den Hund. Atme aus. Einatmend nach vorne in den hohen Liegestütz. Ausatmen, die Ellenbogen ein bisschen beugen. Einatmen, hochschieben. Ausatmen, zurück in den Hund. Und noch ein letzter Teil dieser Übung. Einatmen nach vorne, der hohe Liegestütz. Aus, die Ellenbogen ein bisschen beugen. Einatmen, Boden wegdrücken. Ausatmen, zurück in den Hund. Einatmen, in den Vierfüßler kommen. Ausatmen, zum Kind. Hier bleiben, atmen. Lass die Hände vorn, bitte. Komm in den Vierfüßler und komm mit beiden Händen nach vorn. Senk die Stirn Richtung Unterlage unter dir. Komm auf die Fingerkuppen, wenn du das möchtest. Und lass dich weich Richtung Erde schmelzen, sodass deine Stirn sich ablegen kann, sodass dein Brustbein nach unten schmelzen kann. Und doch sind die Arme lang und die Achseln gestreckt. Den Rücken atmen lassen. Mit dem Einatmen ihm Raum und Weite schenken. Mit dem Ausatmen das Brustbein Richtung Erde schmelzen lassen.
zurück in den Vierfüßler. Und wechsel zum Sitzen, einem Sitz mit den Füßen vorn. Wir erfahren jetzt eine Vorbeuge und versuchen auch hier die Bewegung des Kopfes in diese Vorbeuge zu integrieren. Wir können Vorbeugen auf zwei sehr unterschiedlichen Wegen praktizieren. Die eine ist etwas, das im modernen Yoga sehr präsent geworden ist, und das ist immer dieses Gefühl, dass der Oberkörper ganz lang ist, wenn ich mich nach vorn beuge. Im modernen Yoga das Normale, wie wir Vorbeugen praktizieren. Es ist immer die Idee, mit einem sehr lang gestreckten Oberkörper auf die Beine zu kommen und immer wieder nach vorn Länge zu finden, das Brustbein Richtung Füße zu ziehen, um mit dieser Länge zu entspannen. Und das möchte ich mit dir probieren in diesem ersten Durchgang. Bitte dich, dein Becken gut zu erden, gerne die Gesäßmuskulatur nach hinten zu führen, dich aufzurichten und ein Gefühl von Länge und Weite im Oberkörper zu erfahren. Und jetzt stell dir vor, du beginnst diese Vorbeuge aus den Hüftgelenken. Ja, du kippst dein Becken nach vorn, versuchst vor die Sitzbeine zu kommen, die Hände nach vorn zu bringen. Und immer wenn du einatmest, dann für dein Brustbein Richtung Füße, strecke den Rücken. Und wenn du ausatmest, dann erfahre dich mit einem langen Oberkörper, wie du Richtung Beine sinkst. Immer wieder im Einatmen das Brustbein nach vorn, den Rücken lang machen, ausatmen mit diesem langen Gefühl Richtung Beine ablegen. Und wenn du jetzt nach innen spürst, wir sind ja im Chakra der Kommunikation, auch der Kommunikation mit dir selber. Dein Körper kommuniziert, denn du spürst Dehnung. Und ich bitte dich wahrzunehmen, wo der Hauptteil der Dehnung im Moment entsteht. Wo sagt dir dein Körper, dass er sich dehnt? Und das ist sicherlich besonders die Rückseite der Beine, besonders die Oberschenkelrückseite. Das sind die ischiochoralen Muskelgruppen. Die Oberschenkelrückseite ist sehr gedehnt. Nimm dieses Gefühl mit, das, was dein Körper dir in dieser Form, dieser Vorbeuge sagt, und richte dich bitte wieder auf nach oben. Es gibt eine zweite grundsätzlich verschiedene Möglichkeit, wie wir auch in Vorbeugen kommen können. Und das kommt eher aus dem tradierten Yoga, wurde klassischerweise immer diese Variante praktiziert, die ich dir vorstelle. Und sie hat eine ganz andere Wirkung. Ich bitte dich noch einmal, dich aufzurichten, dein Becken zu erden, gern die Gesäßmuskulatur wieder nach hinten zu schieben. Und jetzt nimm deine Beine wahr. Schieb deine Fersen von dir weg und probier die Kniekehlen nach unten zu drücken, Richtung Boden. Also ganz gestreckte Beine, ganz lang. Die Fersen schieben weg, Füße können, wenn das geht, ganz entspannt sein. Die Kniekehlen drücken aktiv nach unten, dass da kaum Raum ist zwischen den Kniekehlen und dem Boden. Bleib in diesen gestreckten, aktiven Beinen. Richte dich noch einmal auf im Oberkörper. Und jetzt beginn dein Kinn Richtung Brustbein zu senken. Die Halswirbelsäule rundet sich. Nimm diese Rundung, dieses Gefühl, dass du dich einrollst, mit durch den Oberkörper. Runde dich nach vorn und stell dir einen großen Luftball auf den Oberschenkeln vor. Da rollst du dich drüber, über diesen Ball. Jetzt bring die Hände nach vorn. Es ist hier gar nicht so wichtig, ob du die Füße erreichst oder nicht. Komm mit den Händen da an, wo es dir gut ist. Noch einmal bitte die Fersen wegschieben. Kniekehlen nach unten drücken, Kinn Richtung Brustbein senken und den Rücken runden. Und jetzt nimm wahr, was dein Körper dir kommuniziert. Wo ist jetzt Dehnung? Das ist sicherlich nicht mehr nur in den Oberschenkelrückseiten. Für sehr viele wird sich diese Dehnung jetzt gleichmäßiger verteilt haben, in der gesamten Rückseite.
von den Fersen zu den Waden, von den Waden in die Kniekehlen, von den Kniekehlen in die Oberschenkelrückseite, über die rückseitige Kette des Gesäßes in die Rückenmuskulatur, über den Nacken bis zum Hinterhaupt, manchmal sogar bis in die Augenbrauen. Die gesamte Rückseite ist lang, ist maximal gestreckt. Und das führt sicherlich zu ganz ungewohnten Dehnerfahrungen im Rückenbereich, sei es im Nacken, an den Schulterblättern oder unter dem Rücken. Da ist wie so ein elektrisches Ziehen oder Kribbeln manchmal. Und das sind jetzt Nervenbahnen, die wir dehnen, die wir gleitfähig machen zum Bindegewebe, das es umhüllt. Und ich bitte dich, diese Erfahrung mitzunehmen und dich wieder aufzurichten nach oben. Ja, das sind die beiden unterschiedlichen Varianten, wie wir Vorbeugen praktizieren können. Im modernen Yoga mit dem immer weiter, immer mehr, es ist leider so geworden, dass wir mit einem langen Oberkörper und nur aus den Hüften wie ein Klappmesser arbeiten. Und das verliert im Grunde die Dehnung der gesamten Rückseite bis auf die Oberschenkelrückseite. Die sind da sehr stark in dieser Dehnung involviert. Und wenn wir uns davon mal lösen und nicht daran denken, dass es besser ist, wenn ich mich weiter einklappe oder weiter nach vorn komme, weil ich zeigen kann, auch kommunikativ mit dem Körper zeigen kann, anderen, was ich alles kann und wie flexibel ich bin. Wir müssen davon mal lösen und uns überlegen, wie kann ich denn eine Dehnung in der Rückseite gleichmäßig verteilen? Dann führt uns das zu langen Beinen, einem eingerollten Kopf und einem runden Rücken. Denn nur dann ist wirklich die gesamte Rückseite vom Gehirn über das Rückenmark bis über die myofaszialen Strukturen Richtung Fersen und Fußsohlen, nur dann ist die gesamte Rückseite harmonisch und gleichmäßig gedehnt. Und das ist dann eben oft interessanter für das Gewebe, auch wenn man da jetzt nicht zeigt, ah, schau, wie flexibel ich bin. Aber es ist so die, vielleicht die innere Wahrnehmung, das innere Kommunizieren mit Kopf und Körper, was uns in diese zweite Variante führt. Gut. Wir gehen weiter zum Boot. Und dafür bitte ich dich, die Füße aufzustellen. Und auf die Unterarme zu kommen. Ihr macht das Boot jetzt, um einen Ausgleich zu finden, um nochmal Stabilität zu finden. Ich bitte dich, den Beckenboden zu schließen, den Bauchnabel etwas nach innen zu führen und weniger an ein Hohlkreuz zu denken, sondern mehr an einen langen Rücken zu machen, auch wenn es jetzt kein Hohlkreuz bedeutet. Und doch stell dir bitte vor, dass dein Bauchnabel und dein unterer Rücken sich nach innen anschmiegen, in den Körper. Die Bauchdecke ist aktiv. Atme, heb dein rechtes Bein, bring den Oberschenkel parallel zum linken und schau über den großen Zeh von dir weg. Halte diese Kraft, Bauchdecke aktiv, Beckenboden geschlossen, untere Rücken lang, aber kein Hohlkreuz unbedingt. Jetzt nimm den linken Fuß dazu, bring die Füße zusammen und erfahre die Kraft. Lehn die Schultern zurück, schieb die Schulterblätter zusammen und trag ein wenig dein Brustbein nach oben hoch. Den Nacken entspannt und durchlässig, die Atmung tief und frei. Einmal tief durchatmen und dann lande bitte wieder, stell die Füße auf, schüttel die Beine aus. Eine zweite Runde, den Beckenboden schließen, unteren Rücken lang, Bauchnabel und unterer Rücken nähern sich im Inneren des Körpers an. Heb dein linkes Bein, schaue den Zeh nach oben, entspann den Nacken. Wird nicht zu fest. Bring den rechten Fuß dazu und streck dich und atme. Roll die Schultern sanft zurück, gib dein Brustbein etwas an. Beobachte immer wieder, ob du fest wirst im Halsbereich. Wenn ja, dann baue Bewegungen ein. Bleib hier durchlässig und trag diesen Anspruch, diese Kraft eher in die Mitte des Körpers. Einmal tief atmen und wieder auflösen bitte und die Füße aufstellen, dann komm in die Rückenlage. Leg die Schulterblätter an der Yogamatte ab, entspann den Schulterbereich. Und jetzt brauchst du eine Unterlage unter dem Becken, das kann ein Sitzkissen sein oder ein oder zwei Yogablöcke, die du unter das Becken stapelst.
Und die Höhe dieser Unterlagen kannst du variieren, soweit dir das möglich ist, sodass du eine angenehme Höhe mit dem Becken findest. Leg deinen Kreuzbeinbereich auf dieser Unterlage ab. Je nachdem, was du für die Arme magst, kannst du entweder die Arme anwinkeln, dann zeigen die Fingerspitzen Richtung Decke, oder du verschränkst die Finger oder greifst die Unterlage, auf der dein Becken sich befindet. Zieh einen Schulterbereich nach dem anderen unter dem Rücken zueinander, zieh die Schulterblätter zusammen und trag sie hoch in den Raum des Brustkorbs. Saug sie in den Rücken. Und dann variier nochmal so, dass du den Kopf nicht zu weit nach hinten kippst, aber auch nicht das Kinn zu weit Richtung Kehlkopf senkst. Schenk dem Kehlkopf weiter, sodass die Atmung durch ihn hindurch fließt. Und dann heb dann eines Bein nach oben und nimm das andere mit. Eine Umkehrhaltung. Warte wieder die Atmung, lass sie weich von der Nase durch den Kehlkopf in die Lungen fließen. Los langsam wieder auf, bring einen Fuß nach dem anderen zurück auf die Unterlage. Vertief den Atemfluss. Und beobachte, wie mit dem Einatmen dein Brustbein sich hebt, eventuell sogar Richtung Kinn sich hebt. Und ausatmend der Brustkorb sich wieder etwas zurückzieht. Einatmend nähert sich dein Brustbein Richtung Kinn. Ausatmend zieht es sich ein Stück zurück. Dann nimm die Unterlagen unter dir wieder zur Seite weg. Senk Wirbel für Wirbel deinen Rücken zurück zur Erde und auch dein Becken zurück. Und dann greif dir die Knie, führ sie zu dir heran für Apanasana. Wenn du magst, du kannst gern den Kopf heben, die Stirn Richtung Knie führen, dich einrollen, ein bisschen schaukeln und schwingen. Und dann komm wieder zurück, stell die Füße auf, bette den Hinterkopf. Und wenn du ausatmest, dann roll den Kopf weich nach rechts. Bring die Knie sanft nach links. Wenn du einatmest, komm wieder in die Mitte zurück. Ausatmend den Kopf nach links, die Knie nach rechts. Einatmend zurück in die Mitte. Mach das bitte noch 3, 4 Runden weiter. Wenn du dann aus der linken Seite zurückkommst, dann bitte noch einmal mit den Knien nach rechts, ein letztes Mal den Kopf nach links und einatmend wieder in der Mitte ankommen. Wir treffen uns im Sitz. Hinter uns liegt eine Yoga-Praxis, in der wir uns mobilisierten im Schulter-Nacken-Bereich. Wir haben die Schultern bewegt, gekreist, gehoben, gesenkt, entspannt, gedehnt, aber auch gekräftigt, haben den Kopf bewegt, nach rechts, links, vor, zurück, haben ihn gedreht und eingerollt und gestreckt.
Und jetzt führt uns diese Yoga-Praxis vom Physischen, von diesem Gefühl, dass wir lebendig geworden sind in dieser Brücke zwischen Hals und Körper, führt sie uns wieder in die sekundäre Funktion des Kehlkopfs zurück. Und wir werden die nächste Zeit dieser Praxis mit dem Tönen verbringen. Wir werden also uns erlauben, dass wir die Stimme in die Welt tragen. Und das kannst du gerne mitmachen oder eben einfach zuhören. Und bevor wir mit all dem beginnen und nicht schon daran denken, ob das jetzt gut ist oder nicht, ob ihr das machen wollt oder nicht, lass uns einfach wieder in den Körper kommen und den Sitz wahrnehmen. Und du kannst ja gerne die Augen dafür schließen. Bitte dich, einen gut aufgerichteten, lebendigen, freien Sitz zu finden. Oberkörper zu bewegen, die Schultern zu bewegen, den Kopf zu bewegen, nochmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Und dann alles ganz locker und frei zu positionieren. Den Brustkorb leicht werden lassen. Lass ihn hochschweben. Leg auf ihm die Schultern ganz locker ab. Lass ihn nach außen gleiten. Entspann den Schulter-Nackenbereich. Und probier mit kleinen Mikrobewegungen den Kopf einmal so zu justieren, dass er genau in der Mitte ist. Dass er nicht nach hinten, nach vorn oder in die Seite wegfällt, wenn du den Hals entspannst und den Nacken freigibst. Lass den Kopf thronen und schweben. Und dann bewegt den Kiefer. Stell dir vor, du kaust etwas. Kau, bitte. Ganz groß, ganz weit. Und nimm die Hände an die Kiefergelenke und spür, wie sie im Kauen sich bewegen. Und versuch, die Kiefergelenke mit dem Kauen, mit den Händen zu tasten. Und dann lass den Kiefer geöffnet, Unterkiefer nach unten sinken lassen und streich die Kiefergelenke aus oder massiere sie kreisend mit den Fingerkuppen. Und streich den Unterkiefer aus und öffne ihn dabei, wenn du ihn ausstreichst. Schließ den Unterkiefer sanft, ohne große Spannung und streich mit den Händen in den Nackenbereich, massiere den Hinterkopf, den Nackenbereich, den Schulterbereich, da wo du gut hinkommst mit den Händen. Und dann nimm deine rechte Hand und streich die linke Seite des Nackens aus. Vom Hinterkopf durch den Nacken Richtung Schulter. Und stell dir vor, du kämmst die Nackenmuskulatur lang. Und das kann ruhig auch intensiv sein, wie ein Kamm, den du wirklich nutzt, um diese Faserstrukturen lang zu kämmen. Auch die linke Hand an die rechte Seite, den rechten Nacken Richtung Schulter auskämmen. Okay, und dann ruhig nochmal das Gesicht ausstreichen. Hinterhaupt, Nacken, Schulterbereich, Oberkörper. Und dann komm bitte wieder normal und gemütlich im Sitz an. Entspann den Kiefer und stell dir vor, dass der Unterkiefer ein bisschen sich öffnet, dass da Platz entsteht zwischen dem Zahnreihen und lass die Lippen sanft geschlossen. Und das Senken des Unterkiefers entspannt gleichzeitig den Kehlkopf. Da hast du jetzt keinen muskulären Zug oder Druck. Das Kinn etwas zurückführen Richtung Kehlkopf, ohne da zu drücken. Und dann atme ganz natürlich. Lass die Atmung in den Bauchraum fließen. Und beobachte, wie der Bauchraum sich einatmend wölbt und ausatmend der Bauchnabel sich sanft nach innen zurückzieht, in die Mitte des Körpers oder Richtung unteren Rücken. Einatmend, die Bauchdecke entspannt sich, der Bauchnabel wölbt sich nach vorn, der Bauch wölbt sich. Ausatmend, der Bauchnabel zieht sich mit ein bisschen Kraft zurück in den Körper. Die Bauchdecke spannt sich sanft. Das ist für das Tönen ein sehr wichtiger Impuls. Ja? Mit dem Einatmen die Bauchdecke entspannen, den Bauch sich wölben lassen, die Luft in den Bauchraum strömen lassen.
Ausatmen, den Bauchnabel sanft nach innen zurückziehen. Die Bauchdecke spannt sich dabei und die Ausatemluft wird nach oben gestutzt und strömt nach außen. Während du in dieser Atemtechnik atmest, bitte ich dich nochmal, den Kiefer zu bewegen, zu kauen, ihn ruhig mal auszuschütteln und dann wieder ganz locker zu schließen. Jetzt bring die Hände bitte an die Leisten, bring Daumen und Zeigefinger zu einem Bogen zueinander, dass die anderen Hände lang, die Handinnenflächen Richtung Beine orientiert. Atme in den Bauchraum, einatmend Bauch wölbt sich, Bauchnabel kommt nach vorn, Bauchdecke ist entspannt. Ausatmend Bauchnabel zieht nach innen, Bauchdecke spannt sich. Einatmend den Bauchraum wölben. Ausatmen, Bauchnabel nach innen, spür die Ausatemluft, die die Nase verlässt. Einatmen, Bauchdecke lösen, Luft strömt nach innen. Ausatmen, ein F. Stell dir vor, du pustest ganz weich eine Kerze aus. Einatmen, entspannt, nachatmen, Bauchdecke entspannen. Ausatmen, weich und sanft etwas wegpusten mit einem F. Einatmen, Bauchdecke entspannen, Luft strömt nach. Ein letztes Mal ein sanftes F. Einatmen, lösen. Dann öffne den Kiefer für ein A. Stell dir ein A vor, ein A, das eher nach unten strömt in den Raum des Beckens. Der Kiefer sinkt, die Lippen öffnen sich. Atme ein in den Bauchraum. Atme aus für ein A. A. Stell dir vor, dass beim A, das nach unten in den Boden strömt, dass der Kehlkopf ganz sanft vibriert. Einmal bitte einatmen und für ein A ausatmen. A. Ein letztes Mal einatmen. Ein ganz weiches A ausatmen. Kein Druck im Kehlkopf, nur der Bauch ist angespannt, wenn du ausatmest. Einatmen. A. Dann ein U. Für ein U die Lippen bitte runden und nach vorn stülpen. Tief einatmen, Bauchdecke entspannen, für das U ausatmen. U. Ja. An U nach vorn orientiert, Lippen stülpen nach vorn, das U nach vorn. Sei ruhig wieder vibrieren im Raum des Kehlkopfs. Bitte dich jetzt, die Finger einzuklappen, kleiner Finger und die anderen zwei Finger bis auf Daumen und Zeigefinger den Bogen machen. So Daumen und Zeigefinger den Bogen, die anderen Finger einklappen und sanft an die Handfläche drücken, Hände wieder in die Leiste bringen. Für ein O einatmen und weich ausatmen, das O nach vorn schieben. O. Einmal das U. O. Drittes Mal einatmen. Für das U ausatmen. O.
Okay. Ein M, der letzte, der dritte Ton. Für das M bitte den Daumen einklappen, mit den anderen Fingern umschließen und die Hände wieder an die Leisten bringen. Ein M, der Unterkiefer ist geöffnet, die Lippen sind sanft geschlossen und das M strömt durch die Nase. Also denk es dir nach oben und probier, ob da eine Vibration entsteht im Stirn- oder Nasenbereich, wenn du das M dann tönst. Entspannt einatmen. Und für das M ausatmen. Mal einatmen. Für das M ausatmen. Das mal einatmen und für das M ausatmen. Okay, die Augen bitte wieder öffnen. Bitte die Hände so zu lassen, wie sie sind. Daumen werden von den anderen Fingern umarmt. Jetzt bringen die Hände bitte zueinander. Die Finger zueinander, die Hände auf Höhe des Brustbeins. Wir tönen jetzt ein A, U, M, also alle drei Laute. A wie Anton, U wie Ulrich, M wie Martha. Ich bitte dich immer mit dem Ausatmen dieses A, U, M jeweils ein Drittel pro Laut zu tönen. Und das wiederholen wir auch dreimal. Wir können die Augen wieder schließen. Bequemer aufgerichteter Sitz, entspannter Oberkörper, entspannter Schulter-Nackenbereich. Entspannter Kehlkopf, weiche Atmung in den Bauchraum. Mal tief einatmen in den Bauch. Und für das Aum beginnen. Ausatmen. Zweite Runde tief ein. Und dritte Runde. Beine zurückbringen und dann spür nach. Vielleicht vibriert es noch irgendwo im Körper. Spür den Kehlkopf, dort, wo der Sitz von Vishuddha Chakra ist. Werden seine umgebenden Strukturen gelockert und mobilisiert, so kann der Kehlkopf jetzt frei im Raum des Halses schweben. Ist er eingespannt von den Bändern, die ihn halten. Er kann frei sein, er kann nach oben und unten sich bewegen, wenn wir sprechen oder schlucken oder husten. Mit keiner externen Spannung und der Kiefer ist entspannt. Die Zunge ruht im unteren Gaumen, breitet sich dort aus. Kiefer sind locker. Die Atmung ist frei auf dem Weg, den sie nimmt. Der Kopf wohl positioniert.
thront und schwebt auf diesem Luftpolster. Die Schultern ruhen auf dem Brustkorb und fließen nach außen. Und damit ist der gesamte Halsbereich eine Brücke, die offen ist, offen für die Kanäle, die durch den Hals hindurchlaufen, offen als Schnittstelle der Kommunikation zwischen Kopf und Körper. Und dann bring zum Ausklang dieser Praxis die Hände bitte vor dem Raum des Herzens zueinander. Du kannst gerne das Kinn Richtung Halsbereich senken, dich verneigen. Und wenn die Einatmung kommt, dann öffne die Arme, bring sie über dem Kopf nach oben. Wenn du magst, dann schau mit geschlossenen Augen nach oben. Atme aus, bring die Hände zurück vor die Stirn, den Mund und das Herz. Und noch einmal bitte einatmend Arme öffnen, den Blick nach oben bringen und ausatmend die Hände wieder zum Raum des Herzens senken. Und wenn du magst, dann vertief die Verneigung vor dir selbst. Mit einem Danke für die Zeit, die du dir schenktest heute. Wenn du dich aufrichtest, dann öffne wieder die Augen. Ja, Vishuddha Chakra ist das Chakra der Kommunikation, wird oft als Kehlkopf-Chakra bezeichnet, denn es hat den Sitz am Kehlkopf und besonders am Schildknorpel, dieser Spitze des Kehlkopfs. Es drückt sich über die Fähigkeit der Kommunikation aus, also einmal nach innen, wie geht es mir, wie kommuniziert mein Körper mit mir, aber auch nach außen, welche Qualität hat meine Kommunikation mit der Umwelt. Wenn es ihr unterentwickelt ist, dann fehlt oft diese Verbindung zu einem selbst oder das Gefühl, dass es eine innere Stimme gibt, die mich leitet oder mit mir in Verbindung tritt. Nach außen kann es sein, dass die Stimme nicht den Raum erfüllt oder gar nicht nach außen kommt oder ich sehr nach innen zu mir spreche und der Schall nicht in die Welt kommt. Es kann sich ausdrücken über Verspannung im Schulterbereich und im Nackenbereich, über verspannte Kiefer und feste Strukturen oder eben mit Schwierigkeiten mit anderen in Kommunikation zu treten. Ein wohl entfaltetes Chakra sorgt für einen entspannten und durchlässigen Schulter-Nackenbereich und für die Fähigkeit einer resonanten, weichen und tragenden Stimme in die Welt. Anschlussmöglichkeiten für die Yoga-Praxis sind der Schulternackenbereich, sind beispielsweise Rückbeugen oder Umkehrhaltungen und alles, was den Bereich mobilisiert, das Tönen von Mantras beispielsweise in der Yoga-Praxis oder ähnliche Ideen, die du findest. Anschlussmöglichkeiten für den Alltag sind das alles, was mit Sprache und Sprechen zu tun hat, zu fördern, Fremdsprachen zu lernen, auf die Art und Qualität der Kommunikation zu achten. Eine Anschlussidee wäre die Theorie der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg, sich auch mal damit zu beschäftigen oder einfach singen und tönen oder im Chor, wenn das wieder möglich wird, mitzusingen. Ich wünsche dir eine gute Kommunikation und Verbindung zu dir und zur äußeren Welt und danke für die Zeit, die du heute mir geschenkt hast. Namaste.